meine Damen und Herren. Jetzt kann ich das Video endlich anfangen von der Knatterkiste, meine Damen und Herren. Erstmal herzlich willkommen, moin und gelingen in euch. Ordentlich Premium-Stuff mit dabei. Ein paar Raketen, Flashbang, alles, was man so gebrauchen kann. Auch hier die Funkeböller das erste Mal mit dabei. Moskitos, alles dran. Hatte ich die ganzen Jahre über gesammelt. Auch hier ein etwas älterer D-Böller-Schinken für, keine Ahnung, 4 Euro waren das damals. Aus dem Jawohl, weiß ich noch ganz genau, ne, von Leslie. Aus dem Jahr 2016 war das, glaube ich, sogar noch. Also so lange schimmelt der bei mir oben im Zimmer schon und ich hoffe, ich kriege den soweit weg. Ansonsten muss ich den irgendwie verleiten, Kette machen oder so. Gucken wir mal, was bei rumkommt, meine Damen und Herren. Jetzt erstmal zünden wir hier auf Masse. Ich habe hier mein Stativ aufgestellt und dann werde ich mich auch hinter die Kamera stellen, ein paar Böller werfen. Ich muss natürlich auch schon gestehen, die Funke A-Böller habe ich schon getestet und die haben mir echt die Ohren weggefetzt, so in dem Sinne. Was ich sagen wollte, hier die Kollegen, die hier vorne wohnen, da sind zwei ältere Herrschaften, die haben auch einen Hund. Die haben auch gerade ihm gesagt, ja, den Hund, den müssen wir natürlich hier ins Schlafzimmer packen und so, damit der sich beruhigt, weil der fängt jetzt auch langsam an. Die Jahre davor war das irgendwie nicht, dass der Schrecken hatte, aber bei jedem Knall zuckt der jetzt irgendwie zusammen. Ne? Ist halt natürlich 14 Jahre alt, sagte die Dame eben. Und da muss man natürlich auch Verständnis haben oder so. Und dann hat sie gesagt, ob ich nicht in den Garten gehen kann und so. Und dann habe ich gesagt, geht nicht, weil im Garten haben wir nicht genug Platz. Und ja, mein Stiefvater, wenn ihr den kennt, na, ist so eine Sache. Nee, da hat sie wirklich das Vorschlag gemacht, ich packe die ins Schlafzimmer, dann kann ich hier in Ruhe böllern. Also wirklich komplett korrekt, die Nachbarn von mir. Habe ich natürlich auch den anderen Nachbarn hier in der Umgebung Bescheid gegeben, dass ich ein bisschen Videos mache und so ein Scheiß. Und dann hatten die da auch vollkommen Verständnis für. Also finde ich übelst korrekt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so korrekte Nachbarn habt, wie ich in dem Fall. Ich habe wirklich richtig Glück, dass ich hier in so einer Nachbarschaft leben darf. In dem Sinne würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum. Wir fangen an. Ich habe richtig Bock, ein bisschen zu knallen. Vielleicht kommt nachher auch mal ein Bruder raus oder so. Ich weiß nicht, die sind alle ziemlich langweilig, meine Geschwister. Deswegen bin ich vorübergehend jetzt erstmal alleine. Ne? Aber ich würde sagen, das soll uns nicht des Weiten aufhalten. Auf geht's. Let's go. So, okay, dann fangen wir mal an. Was haben wir hier Schönes? Ich nehme einfach mal irgendwas raus. Ne? Auch die Luft da gleich definitiv. Ich würde sagen, um das Ganze hier ein bisschen zu erläutern, hauen wir mal was Fettes raus. Das sind die neuen Pyro-Union-Böller. Da müssen wir das Ganze hier mal ein bisschen einläuten, würde ich sagen. So. Let's go, Leute. Startschuss. Wow. Wow. Ja, war mal geil, Alter. Meine Stimme kratzt komplett ab. Wir machen jetzt natürlich etwas ruhiger weiter in dem Sinne. Alter, diese Rauchwolke. Irgendwie von Komet, ein A-Böller, auch ein etwas älterer, ich muss mal gucken, dass ich das richtig vor die Kamera halte, wunderprächtig. Jawohl, dann haben wir hier auch schon wieder einen richtigen Premium-Artikel. Letztes Jahr waren das tatsächlich meine besten Böller, die ich hatte, der rote Corsair nämlich. Mal gucken, dass sich die erste beschwert. Also die erste haben gerade das Kampfhaft gemacht in dem Sinne. Der hat auch ordentlich. Der war schon besser. Wir haben hier einmal Pyro-Cracker. Auch nice. Jungs, meine Ohren müssen erstmal auf diesen Schall klarkommen in dem Sinne. Ich habe so lange keine vernünftigen Böller mehr gezündet. Auch letztes Mal Silvester irgendwie nur ein paar Stück und so. Ja, ich muss erstmal wieder drauf klarkommen. Aber er hat echt nicht gedacht, dass die so krass rumsahen, die Dinger. Das kommt im Video nicht ansatzweise so rüber, wie die eigentlich sind. So, jetzt müssen wir gucken. Hier, Pyro-Cracker auch von Komet. Gucken wir mal rein. Jetzt muss ich erstmal die Zündschnur finden. So. Der ist so süß, Alter. Den kann man noch zünden. Jawohl. So, was machen wir jetzt mal hier? Ich habe auch noch so kleine Nauti Screamer-Raketen. Die werde ich natürlich gleich auch machen. Irgendwie ein Flashbang zünden, dass ich die da reinstellen kann. Dann machen wir weiter. Wir haben so eine gute, große Auswahl hier. Ich weiß gar nicht, was ich zünden soll. Ohne Witz, Leute. Kennt ihr das, diese Überforderung? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. So, hier Nico China Cracker im direkten Vergleich mit denen von Komet. So. Boah, es ist irgendwie 0 Grad draußen, Alter. Was geht? So. Ja, und dann machen wir jetzt zur direkten Abwechslung von Leslie einfach mal ein Moskito. Let's go. Okay, mit der Kamera werde ich wahrscheinlich eh nicht mitkommen, von daher haben wir ja noch ein paar davon.
Muss mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Nochmal China Cracker, was mal etwas Dickeres. Guck mal, wir machen jetzt mal hier auch von Komet wieder. Ich habe mir irgendwann mal so ein fettes Komet-Set geholt aus der Metro. Und die Komet, die muss man auch lassen, die sind ganz nice. Super Böller 1 von Komet, machen wir gleich 2 Stück, oder? So, einmal. Einmal, let's go. Und haben wir noch einen dritten? Jo, nehmen wir noch einen dritten, oder? Ist das Super 2, Super 1? Egal. Das glaube ich kurz. Ne, es ist, glaube ich, ein Super 2 hier. Auch von Komet, da geht wieder Licht an. Ich hoffe, die Beschwerden sind jetzt nicht. Ja, die nerven. Das ist voll cool, die Lunte hört auf zu brennen. Auf einmal kurz Totenstille und dann geht's los. So, hier von Lessie, glaube ich, die, wo ich ja wirklich den D-Böller-Schinken habe. Ne, das ist sogar von Kellern. Älterer China-Böller, was ich noch alles habe, ist krass in denen. Und die sind dann alle ziemlich gut. Jetzt gucken wir mal. Kann mit Komet-Tipp mithalten, ist ja letztendlich dasselbe. Mal was Süßes hier. Ja, komm weg damit. Ist das der mit der schnellen Lunte? Nee. Kennt ihr die noch mit der weißen Lunte, mit dieser Papplunte oder was das war, so irgendwie so ein Schnipsel-Lunte? Digga, die ist komplett weggebrannt. Ne? Das ist nicht. Ein Bruchteil von einer Sekunde hast du den schon in der Hand explodieren haben. Lassen. Jetzt habe ich hier nochmal China-Knaller von Weco. Ich gucke natürlich, dass ich die Teile so gut aufteile, dass ich dann irgendwie 4-5 Teile oder so bekomme. Und ich mache natürlich zwischendrin auch mal eine Pause. Ne? Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit den Nachbarn auf den Sack geben. Smart. Digga, wo sind die ganzen Nachbarn? Okay, das ist jetzt schon echt eine Premiere, Digga. Das ist mein letzter Kubi aus dem letzten Jahr. Von Helios, von Weco. Das sind die ich dann Aldi Süd irgendwann gekauft hat. Die hatten Geschichte. Ich stelle den trotzdem mal hin, weil der Kugel ist weiß nicht ganz, Alter. Die sind mir immer ein bisschen komisch. So, no auf Eierflattern, aber wenn die schon etwas älter sind. Ja, die haben auf jeden Fall Rums. Gefällt mir. Na, wir haben nämlich hier auch eine schöne Premium-Ware. Funke Luftheuler. Das sind die gelben. Natürlich aus der Hand gestartet auf Klassiker-Basis. Ich gucke, wie ich das mache mit den Handschuhen. Ach komm, wir brauchen Handschuhe, also ich zieh mal Handschuhe aus. Scheiße. Geht nur um reinfetten mit diesem Dreckstyle. So, der Rauch schön in die Kerne, so muss das. Vielleicht sollte ich mich woanders hinstellen, egal. Ja, aber das ist so, weil es hier ein bisschen runter geht. Scheiß drauf. So, auf geht's. Die sind auch echt. Mega geil. Machen wir noch einen? Ja. Boah. Dann China Böller D. Weiß gar nicht, ob wir den schon hatten von Leslie. Die haben, glaube ich, auch gut Rums. Die sind smart. So, Flashbang habe ich nur noch wenige von, aber. Neue Location muss natürlich dementsprechend eingeweiht werden. Ich sehe schon, der Rauch, der zieht wieder rüber. Seht ihr hier. So, das könnt ihr zwar nicht sehen, aber. Macht glaube ich nicht. So, ja, knallt. So, Mist. Ja, smart. So laut sind die jetzt nicht, aber die Kinder freuen sich. Perfekt.